Der brutale russische Angriffskrieg vor 2 Jahren hat Europa aus einem sicherheitspolitischen Tiefschlaf gerissen. Die Ukraine steht nicht nur 2 Jahre später weiter für Freiheit, für Demokratie, sondern ist mehr denn je auf dem Weg in die Europäische Union. Wir haben das in den letzten 2 Jahren durch unterschiedliche sicherheitspolitische Maßnahmen untermauert, durch die klare Ansage, wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange sie uns braucht. Wir werden die Ukraine, ihre Freiheit, die Freiheit der Menschen in der Ukraine verteidigen, solange sie uns brauchen. Zugleich die unglaubliche humanitäre Hilfe aus ganz Europa, von der ganzen Welt, womit die ganze Welt deutlich macht, die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt ist nicht nur in einer Situation, wo es um die Frage geht, ob man auf Seiten des Angreifers oder des Opfers steht. Für uns ist daher ebenso zentral, dass wir die Sanktionspakete weiter und weiter auf den Weg bringen. Wir sind jetzt dabei, ein 13. Sanktionspaket zu verabschieden, insbesondere mit Blick auf die Frage von Drohnen. Wir sind hier auf den letzten Metern und werden das hoffentlich bald dann zu einer Vollendung bringen. Mit der Brutalität, mit der der russische Präsident gegen die Freiheit der Ukraine vorgeht, geht er auch gegen die Freiheit seines eigenen Landes vor. Diese Brutalität gegen die Freiheit in Russland, die musste jetzt Alexei Nawalny mit seinem Leben bezahlen.